genieße hier eigentlich zum einen die Umgebung und ich liebe hier einfach auch die Weite vom Atelier, dass man sich zurückziehen kann einerseits und andererseits auch die Gesellschaft suchen kann und dass man sich eben hier auch so entfalten kann, wie man es gerade braucht, also ohne irgendwelche Zwänge und für mich bedeutet das halt momentan auch sehr viel Auseinandersetzung mit mir selber. Ja, zum Beispiel die Skulpturen hätte ich auch nie gemacht, wenn ich nicht hergekommen wäre. Das war gut, dass man hier auch so ein großes Feld hat, wo man alles Mögliche ausprobieren kann. Und da muss man nicht immer auch noch selber irgendwie Sachen einkaufen oder so. Man kann hier gleich loslegen. Und hier kann man einfach sagen, ich mache jetzt einfach das, was ich will, und dann entsteht was. Ist es wichtig, hier eine Stätte vorzufinden, wo ich zum Beispiel einfach sein darf. Gibt es keinen Druck, hier gibt es kein Muss, hier gibt es auch kein Aber. Einfach, ich darf etwas tun, ohne eine Vorgabe. Was ganz entscheidend ist, sind auch die Gespräche untereinander. Ja, also dass wir uns zusammenfinden und hier bei einer Tasse Kaffee uns austauschen, einfach frei austauschen. Das hat jetzt nichts mit der Arbeit des Einzelnen zu tun, sondern einfach so ein Findungsprozess, dass wir diesen Raum finden. Am Anfang habe ich einfach nur gemalt, um mich mit Farben so auseinanderzusetzen. Da war es für mich eigentlich nur so Erholung aus der Depression. Und jetzt ist es eigentlich so aus der Erholung ist eigentlich eine Auseinandersetzung geworden.
Beispiel kann man diese Idee einen Raum geben. Und diese Idee wird in keiner Weise beschnitten, sondern man darf also mit verschiedenen Techniken und Handwerkszeug diese Idee kreieren. Das ist das, was mir an den inneren Gleichgewicht und auch den innere Stärke gibt. Rote Berge, der Vogel im Sonnenreich, aufgehender Knospen, wenn sie liebevoll den Wind streichen. Sie sagten, du bist im Schuh. Die Sonne zitterte, während die Flöte traurig